Du manifestierst immer das, was du wirklich fühlst, also das, was dein Hauptgefühl ist. Und jetzt muss man sich mal natürlich erstmal die Frage stellen, wie willst du dich fühlen? Und was sind deine Glaubenssätze? Und wenn man negative Glaubenssätze hat, und das kann auch sein, dass die eben im Unterbewusstsein ablaufen und dass man sich da gar nicht bewusst ist, dann gibt es so eine Vorteil-Nachteil-Übung, damit man da drauf kommt, was sind denn überhaupt meine negativen Glaubenssätze. Und zwar, der erste Schritt ist natürlich, du schreibst dir mal auf, du überlegst dir zuerst ein Ziel, das du erreichen willst. Und zum Beispiel, ich möchte eine liebevolle Beziehung. Das ist ein Ziel. Und dann schreibst du dir auf, was ist denn der Vorteil, wenn ich dieses Ziel erreiche? Ja, ich nehme jetzt das als Beispiel. Der Vorteil für diese liebevolle Beziehung für mich ist natürlich, dass ich jemanden habe, der mir zuhört, der mich liebt, wie ich bin, der ehrlich ist und nett ist und so weiter. Das ist der Vorteil. Dann schreibe ich mir noch auf, und das ist jetzt der Knackpunkt, was ist denn der Nachteil, wenn ich dieses Ziel erreiche? Zum Beispiel, ich muss Kompromisse eingehen, ich muss mein Bett teilen, whatever. Also Vorteil-Nachteil-Übung. Auch spannend, wenn man es zu dem Thema Geld und Business macht. Was möchte man denn? Ich möchte erfolgreich sein. Ich möchte Zielstufe 10 erreichen. Okay, was ist der Vorteil für dich, wenn du das hast? Und das können ja viele Sachen sein. Du hast Passiveinkommen, du hast ein herzliches Team, du gewinnst da Freunde und so weiter. Das sind also viele, viele Vorteile. Einfach mal aufschreiben. Du kannst da 2 DIN-A4 Seiten vollschreiben, wenn du möchtest. Und der zweite Punkt, was sind denn die Nachteile, wenn ich das erreiche? Und da kommt man dann oft auf diese negativen Glaubenssätze drauf, die einen eben blockieren, dass man es erreicht. Die unterbewusst versteckt liegen. Also zum Beispiel, was könnte denn ein Nachteil sein? Ich muss dann für mein Team da sein. Ich habe dann Verantwortung als Mentor. Ich muss dann meine Kunden betreuen und die von den Aktionen informieren. Also man muss dann in irgendeiner Art und Weise ja auch irgendwas tun. Und da liegt vielleicht der Knackpunkt begraben, dass ich sage, nee, das will ich nicht. Also ich will nicht mein Team betreuen. Ich möchte dann nicht denen Inputs geben, weil ich bin ja vielleicht selber gar nicht so weit. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich will mich nicht so weiterentwickeln. Ich kann noch nicht genug. Ich muss noch Kurse machen. Ich muss erst selber noch viele Dinge lernen. Wow, das sind alles negative Glaubenssätze, die du vielleicht innen drinnen hast, die dich extrem blockieren. Und ja, innerlich wirklich die klare Entscheidung treffen, das willst du. Das ist ganz, ganz wichtig. Und den Fokus auf das positive Gefühl, wenn du es erreicht hast. Und jeder sagt immer, ja, klare Entscheidung treffen. Das hört man von jedem, der eine höhere Zielstufe hat, von jedem, der erfolgreich ist. Eine klare Entscheidung treffen, ich will das jetzt machen. Aber niemand sagt dir, wenn du diese Entscheidung nicht triffst, wirklich, dass dann eben auch das keine Entscheidung ist und dann nichts passiert. Das ist ja der Knackpunkt dran. Also jede nicht wirklich getroffene Entscheidung blockiert dich selber. Das hält dich auf, das bremst deine Energie. Und ja, das bremst die komplette Energie von deinem Universum. Also keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung treffen. Aber eben dafür, das nicht zu erreichen.
Genau. Du manifestierst immer das, was du wirklich innerlich fühlst, ehrlich und authentisch. Also du brauchst dich ja selbst nicht belügen. Das, was dein Hauptgefühl ist, ist das, was du an Hauptenergie rausgibst. Und auch, was dein Unterbewusstsein eben denkt. Also mach bitte diese Vorteil-Nachteil-Übung, damit du mal drauf kommst, was bremst dich denn eigentlich, dass du deine Ziele erreichst. Wie kannst du denn das Ganze drehen? Den Fokus auf das legen sowieso, was gut läuft. Wieder dieses Visualisieren, also diese Bilder, den Film im Kopf, wenn du es schon erreicht hast. Und das Universum spiegelt dir immer deine Gefühle, deine Energie wieder und du kriegst es zurück. Das ist einfach so. Da sage ich euch jetzt noch ein Beispiel, weil das gerade relativ frisch war. Ihr wisst ja, ich hatte eine Trennung und ich habe jetzt eine Scheidung. Und es war dann wirklich bei der Trennung, ist natürlich nie leicht. Eine Trennung ist immer schwer, traurig. Also man ist da auch in so einem Gefühlsstrudel. Man ist natürlich auch traurig und man fühlt sich vielleicht dann auch manchmal alleine. Man überlegt dann, ja, was wäre, wenn? Und man ist in so einer Negativspirale einfach drinnen. Und bei mir war das dann so, ich war dann natürlich auch in dieser Negativspirale, musste mir erst über einige Dinge klar werden, musste mich wieder ins Positive drehen und alles wieder auf positiv fokussieren und auch viele Dinge annehmen. Und wo ich aber in dieser Negativspirale drin war, das war echt spannend, dann ging das Garagentor kaputt. Das ist auf einmal nur noch halb aufgegangen. Dann hat bei meinem Auto die Motorkontrollleuchte aufgeleuchtet. Und es war dann wirklich für mich ganz, ganz schlimm, weil ich gedacht habe, boah, ich wohne am Land ohne Auto. Das ist ja Wahnsinn. Also ich hätte dann gar kein Auto, weil ja auch kein Partner mehr da ist, der ein Auto hat, das man dann mal nehmen könnte. Ich bin jetzt alleine. Es hat mir genau das gespiegelt. Ich bin jetzt, meine Ängste hat es mir gespiegelt. Ich bin jetzt wieder alleine. Ich habe niemanden, der mir den Rücken stärkt. Bam, bam, bam. Alles wurde mir gespiegelt. Das war so krass. Dann war die Heizung kaputt. Also es war dann nur noch, dass man so denkt, ja, was kommt denn jetzt noch alles? Aber was war denn der Grund? Ich war in dieser Negativspirale und natürlich waren meine Gedanken, oh, ich bin jetzt alleine, es ist niemand da, der mich unterstützt, Hilfe, Hilfe, ich muss alles alleine stemmen, ich bin selbstverantwortlich für alles und so weiter. Da sind Ängste hochgekommen in mir und das habe ich natürlich an Energie rausgesendet und bam, 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 so wie das kommt noch, das kommt noch, das kommt noch. So wie so ein Wachrüttler. Hallo, kannst du jetzt mal aufwachen und wieder positiv werden? Und ja, dann habe ich mich natürlich viel mit meinen Themen beschäftigt und auch mit der Selbstliebe und Dankbarkeit. Also viel auch jeden Tag dankbar sein. Einfach wieder mich bewegen ins Positive und meine positive Kraft zurückgeholt. Genau. Wie fühlst du dich, wenn es gut läuft? Und was fühlst du dann? Das ist also so ein entscheidender Knackpunkt. Und was willst du glauben? Ja, jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren. Als Abschlusssatz, und dann gibt es das nächste Video zum Thema Money Mindset. Als Abschlusssatz jetzt einfach noch Selbstliebe, ganz, ganz wichtig. Das ist einfach was ich wirklich mit euch teilen möchte. Es ist das Wichtigste, dass du dich selber liebst. Und Wertschätzung und Liebe von außen und auch Erfolg und auch Reichtum, das alles beginnt bei dir selbst. Und du bist zu 100% selbstverantwortlich für dein Leben. Und das muss einfach jedem klar sein. Und wenn du möchtest, dass von außen auch Menschen auf dich zukommen, du wertschätzend behandelt wirst, dann
musst du immer bei dir selbst beginnen. Also dich selber wertschätzend behandeln, gut zu dir selber sein, nett zu dir selber sein, dich nicht klein machen, dich selber wichtig nehmen. Ja, und zu wissen, du bist gut genug. Genau.